Kleines Leiche. Coding Sprite, sie ist mein römisches Reich. Sie ist es leider, der Schmerz und all die Zeit. Wenn ich könnte, würde ich's anders machen, Baby. Was in dieser Folge geschehen wird. Willst du ihm die Haare machen? Oder ich mach das. Ja. Ach, ich gar kein Problem, ich mach das. Guck gleich, wo ein bisschen was fehlt. Die Nase weg. Mir brennt auch alles weg. Entschuldigung. Oh, heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Ich hab ihn auch gesehen, oder? Oh mein Gott, siehst du? Nein! Was ist los hier? Hey, hey. Oh mein Gott! Einfach. Wo ist das überhaupt? Hardy Boys. Leute, die Hardy Boys. Und der Typ macht das ready. Alter. Alter. Das ist ein Setup. Das ist nicht nur ein Setup. Glaub mir. Und Setup ist eine Baustelle. Das ist schon richtig. Mit Machine. Das ist wirklich top, ne? Aha. Wenn wir ein bisschen aufrissen, wäre das ein Tattoo. Okay. Schreibt in die Kommentare, was ich mir tätowieren soll. Wir machen dir ein Dings, ein Tattoo-Porn, Bro. Dann können wir das auf deinem Account hochladen. Zeig die Dings. Ja, genau. Abgerutscht. Ja, ein, zweimal abgerutscht ist das schon. Er ist zwar erst einmal rangegangen, aber schon drei, viermal abgerutscht. Ich halte ihm auch extra die Kamera schön ins Gesicht, damit er auch mal abrutscht. Es geht tot, klar, Digga. Ich habe gerade noch gesagt, ich habe erst ein Tattoo mir stechen lassen, wo ich nicht voll war, also voll auf Schmerzmittel. Und jetzt bin ich auch nicht auf Schmerzmittel. Das ist locker. Das ist nur Placebo-Effekt. So ein guter Faker, weißt du? Damn! Innenseite fertig, Mann. Hardy Boys. We did that. Hardy Boys, man. Seht ihr das ungefähr? Ja, man sieht das. Man weiß, was das sein soll, wenn man das kennt auch. Wenn ihr das nicht kennt, Digga, und euch irgendwie wundert, warum Playboy Cardi aussieht, wie er aussieht, googelt mal Jeff Hardy. Bad Hardy. Auch Mad Hardy googeln. Ja, auch Mad Hardy googeln. Ganz wichtig, einfach die Hardy Boys googeln. Wieder unsere Flucht machen mehr Klicks als eure Songs. Und ich spar auf ein neues Haus und er spart auf eine neue Bock. Wir sind da. Hört die Scheiße an, Alter. Ja, wenn was daneben geht, ne? Wenn das in dein Gesicht oder so fällt, damit man das abwaschen kann. Meine Mutti hat gesagt, das brauchen wir. So professionell habe ich noch nie gemacht, Digga. Ja, wir drehen durch diesmal, ne? Das soll es nicht wie 2016 enden. Richtig orange Haare. Ne, wir haben extra zweimal, damit es nicht orange wird. Anti-Gelbstich-Effekt, Digga, das sollte gut funktionieren. Guck, was das ist, Alter. Das ist der Burner. Refresh und Shine für blondes Hair Conditioner. Schenkt neuen Glanz. Schenkt neuen Glanz. Wie kriegen wir das hin, dass wir meine Seite nicht heben? Nass machen und so wegkämmen. Ja. Und dann oben, also mit Armfolie so reinladen. Ja. So wegmachen und dann kann man das... Ja. Willst du ihm die Haare machen? Oder ich mach das. Ja. Ach, gar kein Problem, ich mach das. Und dann, Digga, sieht ihr mich auf jeden Fall auf Ernst, so für 7 Monate oder so, egal wo ich bin, nur mit Balaklava. Bis die Haare dann halt lang sind und dann haben wir unten blond und meine Naturhaarfarbe wieder normal. Ich werde auf jeden Fall nirgendwo rumlaufen nachher mit hier so blondierten Kopf, ne, auf kurze Haare-Style. Ich werde jetzt Balaklavas tragen für immer, einfach bis die lang sind. Und der Typ macht das, Alter. Wenn euch das nicht gefällt, meldet euch bei Erkan. Digga, auf gar keinen Fall, Digga. Wie kann ich hier die Seiten absichern, dass nur oben blond wird? Mit Alufolie? Wie geht das? Oder kann man das einfach so zur Seite? Man schmiert das dann so zur Seite einfach und das nicht runterlassen? Oder wie mache ich das? Ihr trennt das schön ab. Habt ihr irgendwie irgendwelche Spangen oder sowas? Ja, nicht. Oder auch nicht. Wie blond du das haben willst, das siehst du ja an der Hand der Patsche. Digga, guck Matsche. Mich nicht an, oder ich glaub, an der Matsche. An der Matsche. Ich glaub, die Matschepappe ist nicht blond, die wird einfach weiß sein. Ich glaub, die ist so komisch, Silber oder so. Die hat so ein ganz komisches Ding. Das ist so irgendwie, als ob man Feine schlagen muss und dann weiße Feine. Als ich meine Brauen gemacht habe, war die auch ganz komisch. Silber oder so. Such dir mal was raus da hinten, Alter. Was würdet ihr sagen, welche Haarfarbe von den drei hab ich gerade auf dem Kopf? Welche von denen hier ist meine Naturhaarfarbe? Ich sag unten links. Weil dann wird das ja nur so, Digga. Dann müssen wir da echt dreimal rein. Das muss so werden. Oder zumindest mal das zweite. Arschlecken, Alter. Sind die aber doof, Digga? Wie soll ich das hier reinmachen? Was geht ab bei denen? Oder das ist locker easy. Soll ich das machen für dich oder bist du komplett verblödet? Das ist echt einfach. Fass mal an, das ist hart. Ja, du musst das aufmachen. So aufdingst ein bisschen. Mit Wärme. Dann wird das langsam. Gib mir mal die Anleitung kurz. Ich lese mal selber auch. Merkst du? Wenn du so ein bisschen drückst, dann wird das... Wie soll ich sagen? Das ist Pulver!
Wir sind alle so lost. Öffnen Sie nun die Tube mit der Auffällcreme. 90% ja, das ist die hier. Die Auffällcreme, Leute. Digga, gar nichts geht daneben. Typ hat 20 Jahre abgepackt, Digga. Das ist perfekt aus. Nee, mein ich nicht. Das meine ich ja nicht. Aber NS Blörren. Ab jetzt Elias Gesicht für immer zensieren. Denken die das Miele. Ja. Okay, diese Aufhellcreme rein, sagen die, ne? Was? Nee, warte mal. Doch. Hast du schon den Penisjuice drin? Ja, und Aufhellcreme soll da rein, steht da doch, glaube ich. Das wird ein Uncut-Vlog, Jungs. Aber wo ist der Penisjuice? Ja, das wäre nice. Der Ultra Booster XL. Du machst einfach Otto Zweitkanal. Ja, Bruder. Hier, der ist schon drin. Das ist Pulver. Das ist dieses Pulver. Aber hast du auch einen davon reingemacht? Nein. Musst du noch. Der muss rein? Ja. Glaub, warte mal. Ja, den musst du doch damit mixen, Bro. Ja. Mit der Platinum Hair Mask. Genau. Und was machen wir mit dem? Und nee, das musst du erstmal da reinmachen. Ja, nee. Das stand doch da. Nein, hier steht die Auffällcreme. Nein, pass auf. Der erste Punkt ist, das Sachet zu öffnen. Das hier ist das Sachet. Ja, gut. Und das da rein, das zu mixen mit dem Ultra Booster. Und dann sollen wir diese Kombi. Ah, perfekt, dass du das andere denn schon reingemacht hast. Scheißegal, Digga. Erster Schritt. Vielleicht werden die grün jetzt. Wäre auch cool. Das wird echt uncut, Digga. Schon 7 Minuten Aufnahme. Willi, guck mal. Willi, guck mal, ein Kappe! Wir können dir kleine Ministrehe machen. Ja, jetzt vertraue ich dir auch ein bisschen jetzt, mehr. Jetzt, ja, ja. Jetzt ist sie super. Das sieht so top aus. Hier geht's los. Aber also ich meine, es ist eine richtig dirty Idee. Also ich sag's 100% ab hier so ein Block Fleck, bei mir nochmal oder so. Guck mal, die Kamera verdammt ey, kurz. Niemals. Guck mal. Und Justin Bieber dann? Nee, ja, doch, komm, ich gönn's dir. Hast du eine Sprühflasche? Vielleicht noch so ein Wichsen, Alter. What do you mean? Alter, das ist krass. Danke, Mann. Ey, Jungs, wir sollen keine Zeit mehr verlieren, ne? Und ich sag, haben. Echt, Alter. Ich glaube an der Typ, Digga. Aber in welche Richtung willst du sie liegen haben? Ich kann gar nicht mehr, Alter. Warte, ich nehme mir noch die anderen Bürste, die ich hier habe, Alter. Und dann gehen wir von beiden Seiten gleichzeitig richtig nach rein. Schieben die einfach nach vorne. Hol mal diese Schale. Wo ist diese Schale? Setz dich mal hin jetzt hier. Mach mal jetzt so eine Faxen, bitte. Sorry, Alter. Oh ja, dann kann ich auch richtig geil hier reingehen, Alter, irgendwie. Zack, Alter. Guck, ich hab doch gesagt, das war so ein Dings, Digga. Elias, du musst von der Seite machen. Das wäre perfekt. Oder? Wenn du von der Seite machst. Ich mach das. Das ist top, Alter. Jede Woche mach ich. Ich bin richtig am schönen Jungs, Alter. Oh, schmeiße raus. Kannst du einfach rausdrehen hier auch, ne? Ja, voll Idiot, Digga. Ist das ein ewiger Senf. Guck mal, jetzt hast du Dings. Oh, das ist ein richtiger Senf-Shit, Digga. Okay, Jungs, chillt jetzt. Halt mal die Schale so hin. Jetzt geht's los. Digga, ich film das jetzt auch. Das läuft so schief, Digga. Ja, ich kann mir da auch nichts Gutes drunter vorstellen. Ich hab Kai auch extra nichts davon erzählt. Ey, das sieht so sieht so verkehrt aus. Digga, das wird richtig klatschen, Jungs. Kevin fickt seine Haare freiwillig. Wer hätte das gedacht, aber... Ich glaube, du musst da viel mehr reinklatschen, Bro. Ja, Bruder, ich will doch erstmal nur, dass die Seiten. Viel mehr. Mach erstmal Software, dann muss richtig rein. Los, ja, aber das muss erstmal halten, das ist ja. Du bist doch. Eigentlich ist doch gar nicht so schlimm, Digga, wenn die Seiten gewichst sind. Am Ende, ich kann mir auch meinen Rasierer packen und die kurz auf Null rasieren, Digga, wenn da irgendwas raufkommt. Lüge. Juckt mich jetzt. Dann sieht man auch mal wieder das Tattoo wenigstens. Stimmt, hier unten noch ein Tattoo auf dem Kopf, Digga, vergiss nicht. Krass. Digga, du kannst auch da einfach mit deiner Hand durch. Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall besser. Ja, ich will ja erstmal nur, dass es so hält. Ja, das sieht so aus wie Weiberarbeit so. Also, du kannst da wirklich einfach mit deiner Hand über. Oder ich will den Typen nicht komplett ficken, ne? Digga, da gibt's nicht zu ficken. Nicht schlimm, da gibt's echt nichts zu ficken. Deswegen einmal ein bisschen Sabo kurz. Digga. Ist nur die Kopfhaut, ne? Wenn du nur die Kopfhaube bisschen haben, ne? Ja, ich hab zugehört. Gut. Ich will alle Haare, die oben sind, nur die Seiten nicht. Machen wir. Guck euch mal die Schmierhaare an, Leute. Digga, ich sag immer noch viel zu soft. Oder machen wir doch noch. Digga, mach doch von vorne, was ist das? Ey, soll ich am besten. Was ist das für ein Vorspiel, Digga? Guck mal, was ihr so und so macht. Ja, sie wird das gucken. Ja. Ich feier das tot, Digga. Das brennt jetzt gleich safe so 40 Minuten oder so einfach auf. Oh ja, das ist chillig, Alter. Das egal, geil. Digga, was man nicht alles tut. Eben. Ja. Schön, soll man das leiden. Schön, die ersten 20 Minuten von Champions League sitzt er so einfach da. Ich glaube übrigens, Bro, die sagen zwar ganze Tube, ne? Ich glaube, die gehen auch eigentlich immer davon aus, Digga, dass sich Ladies mit ultra langen Haaren die ganze Haare machen. Nein, du musst ganze Tube machen. Glaube ich eigentlich auch. Du musst schon ganze Tube machen. Kannst du nochmal den halten? Ja, klar.
Alter! CR7 in der Prime ist back, Alter! Heilige Scheiße! Genau so, und dann den Deckel drauf, die Kappe. Dann kann er nämlich auch wieder schwimmen gehen heute. Ja, Mann, endlich wieder baden. Er sieht ein bisschen aus wie Peter Tschech auch. Ja, top, Alter, das ist schon aber. Ich sag auch super Ding. Oh, das können wir auch als Thumbnail benutzen. Oh, fuck, Mann. Team im Krankenhaus. Ich hab mich nicht eingesaut dabei. Alter, wildes Ding. Also, ich so einfach immer. Jetzt rausgehen? So ist krass, ich sag ehrlich. So noch krass rein als irgendeine. Ich sag, so könntest du halt 100% noch Profi-Torwart werden noch. Ja, ne? Safe. Wenn ich mich jetzt bewerben würde, Bruder. Scheich ist eh weg, Bruder. Ist eh weg. Ich komm um die Ecke, ich fall jeden Ball eh. Sohn wird geholt, Leute. Hast du was gemacht gerade? Nee. Akzeptieren. Und jetzt drück mal, warte, rechts. Das rechte, nicht das. Ich hab geil, wie soll ich sein? Ich glaub, ich bewerb mich bei Golden Touch. Bei wo? Ich geh nach unten zu Golden Touch und könnt ihr bei mir kommen, Haare schnibbeln. Haare schnibbeln. Und Haare färben. Dafür ist eine Dauerwelle. Vielleicht auch eine Dauerwelle. Yes! Yes! Jawohl, Joshua Kimmich. Jawohl. Jawohl! Jawohl, jetzt mal an! So, an für vier Jungs, ne? Bayern macht das. Und wer macht's noch? Nee, PSG macht's. Leute, Harry macht ihn rein jetzt. Zack, okay. Oh mein Gott! Mach bitte nicht rein, das ist ein Klassiker, das ist ein Standard, Alter! Das ist ein Standard, Mann! Baum ich. Geh mal kurz gucken, was Philly macht. Der wäscht gerade aus, Alter. Wo ist der? Zeig doch. Nicht dran. Oh, heilige Scheiße. Nicht dran? Heilige Scheiße. Ich hab ihn noch nicht gesehen, oder? Guck mal da hier rein. Was? Heilige Scheiße, Digga. Du bist so idiot. Oh Scheiße! Oh mein Gott, ich seh's! Nein! Du bist so blond, Digga! Oh mein Gott, Digga! Hey, was ist los, Digga? Hey, wir haben verkackt! Es ist verkackt. So krass blond! Hey, bring mir mal diesen Conditioner, Digga! Oh mein Gott! Es sieht aus, oh. Es sieht aus wie ne... Sag mal! Ey, Junge, wir haben den Typ. Ey, guck doch mal, Alter, bitte. Alter! Hey, Leute! Das ist so krass. Ja, aber er wollte es ja mal. Ja, blond ist es auf jeden Fall. Also, blond haben wir gar nicht. Ich hab's selber noch nicht mal gesehen. Ich geh jetzt gucken. Echt nicht? Oh mein Gott. Wie denn, Digga? Oh mein Gott. Richtig? Ich muss nach vorne. Alter, ist das krass. Ich brauch die richtige Reaction. Ich brauch das Gesicht. Ich brauch das Gesicht. Der will nicht, er schämt sich jetzt schon. Oh mein Gott! Ey, Scheiße, Digga! Ey, Scheiße! Oh mein Gott! Was haben wir gemacht? Ey, das ist so krass! Aber Seiten sind. Seiten sind fresh geblieben! Ja, Bruder, ich sag so 8 bis 12 Monate Balaklava. Ja, ich wollte gerade sagen, Digga. Und dann haben wir es, glaube ich. Das ist ein bisschen aus wie Son Goku, Digga. Und jetzt sehe ich aus wie Justin Bieber aus What Do You Mean. What Do You Mean? Jetzt noch schlimmer, Bruder. Ey, das ist so krass. Hä, aber ich schwöre auf alles? Also von den Seiten her? Ja, schön hinbekommen. Seiten, Digga. Guck, die Seiten sind top, aber ja. Aber das ist auch noch sehr gelblich, glaube ich, oder? Mach mal ein Conditioner. Ja, ist sehr, sehr gelb. Ja, ja, du musst mir vielleicht mal auch mal Shampoo reinballern da jetzt. Das sieht total schade, schlimm. Ja, Freunde, glaubt mir, dass das for real jetzt das letzte Mal bis wahrscheinlich so in ein Jahr oder so. Ich wollte gerade sagen, er lügt, Digga. Naja, bis ihr mich wieder sieht mit Haaren. Also ich sag ehrlich, jetzt war da klar. Das ist so schlimm. Ey, Kaya, mach nicht Schluss, wenn du da bist. Was hast du dazu, Alter? Du hast das ja auch gemacht. Es hat geklappt. Es hat funktioniert. Also gegen Gelbschicht kann ich jetzt nichts dafür. Ich frage mich, was Mutti dazu sagt. So, ist zu Ende. Bayern hat verloren. PSG hat gewonnen. Ist super, alles super gelaufen. Schein ist weg. Guck mal, das ist der Beweis, gut. Leute. Spielt nicht. Ja, hört auf zu spielen, das spielt ist nichts Gutes. Wir machen nur spielt Spaß. Nicht. Wir spielen nur untereinander. Ja, wir haben nur so unter so uns weg. Gespielt. Trotzdem Schein ist weg. Kevin muss Schein heute zum weg. Beispiel abwaschen. Kevin muss abwaschen und Haare färben. Ja, der hat die Wette verloren. Wir spielen ja, nicht. Wir spielen Spaß. Nicht. Und er muss jetzt sein eines Tattoo hier weglasern lassen. Ja. Was? Das ist also crazy.
Und ich hab gewonnen.